Ich möchte damit starten, dass einfach die Transition, also ich habe selber eine Transition gemacht, das heißt, dass man sich als Frau, als Mann fühlt und dann der Meinung ist, dass es für einen selber zukünftig besser ist, das so durchzuziehen, dass es einfach nicht für alle der richtige Weg ist. Also viele sind der Meinung, sie müssen transitionieren, danach ist alles super und es ist deren Wunderwaffe und das alles funktioniert. Und danach, irgendwie nach ein paar Jahren Hormone oder nach Pubertätsblockern und so weiter, stellen sie dann für sich selber fest, dass es die falsche Entscheidung war. Und viele trauen sich dann aber auch nicht, ihren eigenen Fehler zuzugeben oder sind dann weiterhin in ihrer Transrolle selber drinnen, weil sie einfach nicht irgendwie darüber hinweg kommen, sozusagen. Also nicht zugeben wollen, dass, dass sie einen Fehler gemacht haben. Und genau. Ich bin dann selber in der Messenger-Gruppe drin, wo es halt um die 20 Detransitioniererinnen jetzt tatsächlich schon gibt. Und wir probieren uns immer über das Thema auszutauschen, weil viele auch die Schwierigkeit haben, wenn sie mit den männlichen Hormonen zum Beispiel aufhören, dass ihnen dann keine weiblichen Hormone mehr verschrieben werden, dass da dann plötzlich Gutachten gefordert werden, die vorher nicht gefordert worden sind bei dem ersten Weg. Und jetzt möchte ja die Bundesregierung ein neues Gesetz machen, das heißt das Selbstbestimmungsgesetz. Und bei diesem Selbstbestimmungsgesetz soll jeder Bürger einfach zum Standesamt hingehen können und dort seinen neuen Geschlechtswunsch angeben können. Das heißt, aus Frauen können plötzlich rechtliche Männer werden und aus Männern rechtliche Frauen. Und es gibt ja eigentlich auch einen Querbeauftragten. Und viele aus der LGB-Community haben Befürchtungen, was dieses Gesetz angeht. Zum Beispiel, dass viele Lesben, viele Schwule, viele Bisexuelle transitionieren könnten, also genau in diese Rolle dann reinfallen könnten, weil sie sich einfach als Frauen zum Beispiel untypisch als Frau verhalten oder Männer, die sich halt untypisch männlich, also eher weiblich verhalten. Und genau, also da gibt es eigentlich viel Widerspruch, aber der Querbeauftragte hört leider diesen Leuten nicht zu. Da gibt es zum Beispiel WDI, das ist Women's Declaration International, oder die LGB Alliance, da gibt es auch einen deutschen Abzweig davon. Oder Lutz Reloaded, das ist das lesbische Aktionszentrum Reloaded. Das waren die alten Lesben aus den 70er Jahren, die jetzt der Meinung sind, wieder ihren Verein zurückgründen zu müssen, damit sie eben eine Opposition zu diesem Selbstbestimmungsgesetz darstellen können. Haben Sie bei sich selbst, bei Ihrer eigenen Geschichte, das Gefühl gehabt, dass wenn man vielleicht mehr aufgeklärt wäre oder sogar mehr Kontrollen stattgefunden hätte, mehr Gespräche noch, dass Sie es vielleicht gar nicht gemacht hätten, zum Beispiel sich die Brüste abzunehmen? Ich glaube, ehrlich gesagt, dass es schwierig gewesen wäre. Also tatsächlich bei der Mastektomie, da hätte man mich, denke ich, schon noch davon abhalten können. Also ich hatte tatsächlich gar nicht mal ein Vorgespräch bei dem Krankenhaus, was ich jetzt aber nachträglich leider nicht mehr nachweisen kann. Weil ich hatte damals für die Krankenkasse was unterschrieben, dass ich dieses Vorgespräch hatte, was halt nicht stattgefunden hat. Also wenn da eine bessere Aufklärung gewesen wäre, dann hätte ich womöglich die Mastektomie nicht gemacht. Aber ich glaube, von den Hormonen hätte man mich ehrlich gesagt nicht abbringen können, weil ich da einfach in dieser Transgruppe damals drinnen war, wo sehr viele Leute eben transitioniert haben, die ich für mich als irgendwie als Vorbild gesehen habe. Also eher sehr männlich auftretende Frauen, und ich habe einfach ein Vorbild gesucht, weil ich ja selber in Bayern groß geworden bin, wo alles sehr, sehr konservativ ist. Und weil Sie Frauen geliebt haben, haben Sie dann gedacht, Sie müssen eigentlich zum Mann werden? Genau, genau. Und ich habe halt einfach diese Vorbilder gesucht, und die haben halt alle gerade transitioniert, und dadurch war es halt besonders schwierig, weil man sucht sich halt Vorbilder, wie man in 20 Jahren vielleicht sein könnte, und die nehmen aber gerade alle schon Testosteron und haben ihre Mastektomien, und man erzählt sich das halt auch jede Woche, wo die dann gerade auf ihrem Transitionsweg gerade neu angekommen sind. Und ja, das animiert einen natürlich auch, diesen Weg zu gehen, obwohl es einem selber womöglich gar nicht weiterhilft. Sie kriegen ja jetzt auch harsche Kritik, wenn Sie Ihre Geschichte erzählen, habe ich mitbekommen, auch im Netz. Warum? Ja, das ist eine gute Frage. Also ich glaube eigentlich, weil man halt dieses Narrativ hinterfragt, dass halt diese Transition einem halt irgendwie die Glückseligkeit sozusagen bringt. Also es ist fast schon wie so eine neue Art von Religion. Man darf das Ganze halt nicht hinterfragen. Also wenn man einfach schon sagt, dass Biologie real ist, also dass es biologisch nur zwei Geschlechter gibt, dann wird man halt runtergemacht, wie man an der Biologin in Berlin jetzt sehen konnte, deren Vortrag erstmal gecancelt wurde, und sie konnte ihn dann nachträglich nochmal nachholen. Also es gibt einfach diese Trennung im Englischen, also ist es ja Sex und Gender, die gibt es halt im Deutschen nicht so wirklich, weil alle halt immer nur von Geschlecht reden. Und es ist ja selbst im Englischen schwierig, diese Diskussion zu führen. Im Deutschen wird es dann noch schwieriger, weil es halt für beide Sachen einfach nur einen Begriff gibt. Herr Frank,
Sie sind jetzt natürlich kein Experte dafür, aber wenn Sie jetzt hören, dass beispielsweise schon bei 6- bis 8-Jährigen es erleichtert werden soll, Hormonblocker zu verschreiben, ist es eigentlich Körperverletzung? Also bei Kindern schon. Ich habe Patienten, die sind transsexuell und das ist nicht anerzogen oder so, sondern das sind Menschen, die kommen auf die Welt und fühlen sich im falschen Körper. Mhm. Und das wird nur zum Teil gelindert, auch durch die Operation. Und diese Menschen brauchen Toleranz. Ja, die sind früher so gehänselt worden, wenn sie dann Frauenkleider tragen als Mann und so weiter. Aber das ist ein leises Thema. Es ist ein ernstes Thema. Und es ist mir im Moment viel zu marktschreierisch. Und die Gefahr besteht tatsächlich, und bei Ihnen war das offensichtlich der Fall, dass die Beratung nicht gut war. Oder so nehme ich es jetzt wahr. Da hätte man vielleicht erkannt, dass sie sich zu Frauen hingezogen fühlen und eigentlich überhaupt nicht transsexuell sind. So würde ich jetzt mal, so höre ich das ein bisschen raus. Also es war eine Fehldiagnose, die jetzt zu einem Eingriff geführt hat, der nicht mehr reversibel ist. Und ich fürchte, wenn man es in der Art und Weise betreibt, wie es gerade betreibt, dass viele solche Fehlentwicklungen stattfinden und Leute dann quasi ihr ganzes Leben auch zum Teil ruiniert wird. Also es ist ein sehr ernstes Thema, es braucht sehr viel Toleranz, aber es sollte leise stattfinden und es sollte nicht quasi so sein, dass sich Leute über dieses Thema politisch, gesellschaftlich profilieren, um dann wieder Aufmerksamkeit zu erhaschen. Nein, es ist ein ernstes Thema, es gehört in die Sprechstunde und man muss natürlich sagen, Sie haben die ersten Lesbenaktivisten und so weiter, die haben sicherlich dafür gesorgt, dass in der Gesellschaft eine viel höhere Toleranz da war. Und sie wurden ja teilweise auch durch Intoleranz in die Entscheidung reingetrieben. Ja? Sonst hätten sie sich einfach getraut, einfach so zu sein, wie sie sind. Und wir müssen, das Wort Toleranz ist sehr, sehr wichtig, aber wir müssen es bitte schön leise. Herr Pieske, würden Sie hier mitgehen? Ja, hier würde ich mitgehen. Also erstmal wirklich Respekt für Sie, Frau Blank, absolut. Ich bin da wirklich beeindruckt, wie Sie das auch erzählen und auch selbstkritisch so ein bisschen sehen. Und ich finde, was Sie gerade gesagt haben, die Toleranz in der Gesellschaft, die Offenheit in der Gesellschaft solchen Menschen gegenüber, die solche Empfindungen und Gefühle haben, ich glaube, das wird uns alle voranbringen. Und dass man diese Dinge, das sage ich jetzt mal als Privatperson, im Privaten, im Heimlichen mit sich ausmachen muss, ich glaube, das sollte der Vergangenheit angehören. Und insofern, da bin ich einer Meinung mit Ihnen, Herr Frank, dass Toleranz in der Gesellschaft, Offenheit in der Diskussion auch die Tür ist, dass man dann auch diese Beratungsmöglichkeiten in Anspruch nehmen kann, die dringend notwendig sind. Aber die Schwierigkeit ist ja gerade immer so, dass zum Beispiel Männer, die Frauenkleidung tragen, dann heißt das direkt, das ist eine Transfrau. Es muss aber gar nicht stimmen, es kann ja genauso sein, dass es ein Mann ist, der gerne Kleidung trägt. Und da schließt sich gerade das Fenster. Oder wenn eine Frau halt einfach sehr, sehr buschikos ist und gerne, keine Ahnung, Aktivsport macht oder sowas in die Richtung, dann heißt es immer jetzt schon, oh, du bist ja so buschikos, du bist, an dir ist ja ein Mann verloren gegangen. Wie wär's denn hier mit Testosteron? Und ich denke halt echt, dass dieses Fenster derzeit um einiges kleiner wird. Darauf weisen halt auch die alten Aktivisten hin aus den 70er und 80er Jahren, weil die haben nämlich die Befürchtung, dass sie selber als Kinder und Jugendliche heute transitionieren würden. Also wenn sie heute leben würden. Und gerade das ist halt auch die Schwierigkeit an diesem Selbstbestimmungsgesetz, dass 14-Jährige dann tatsächlich schon entscheiden können sollen, was dann ihr jeweiliger Personenstand ist, was ihr jeweiliger Vorname sein soll. Und Sie finden das viel zu früh. Genau. Ja. Das heißt ja jetzt immer, dass dieses Gesetz total getrennt ist von den medizinischen Maßnahmen. Aber zum Beispiel, ich kann halt von meiner Geschichte wiederum reden, wo ich dann mir Testosteron besorgt habe, und zwar ohne Gutachten, direkt halt bei einem Frauenarzt, der mir das verschrieben hat. Die Krankenkasse hat es übernommen. Danach hat sich bei der Mastektomie keiner mehr darum gekümmert, ob ich denn überhaupt, also ob ich wirklich Transgender letztendlich bin. Und die gleiche Befürchtung habe ich letztendlich auch bei dieser Namensänderung. Wenn jemand schon seinen Namen geändert hat, dann zeigt das ja eine gewisse Seriosität. Aber ob derjenige halt dann wirklich trans ist oder ob der womöglich irgendwie, ja, zum Beispiel nicht habe. Also Ihr Lösungsvorschlag wäre, es später zu machen, erst mit 18 vielleicht, oder was ist Ihr Vorschlag? Also auf jeden Fall erst mit 18, das auf jeden Fall, und dass es halt nicht zu verfrühten Operationen und so weiter kommt. Also ich hatte zum Beispiel im Krankenhaus neben Bett einen 18-Jährigen,
Der hat direkt Mastektomie, Hysterektomie und Ovarektomie zusammen gemacht, also noch die Gebärmutter- und Eierstockentfernung, weil dem sein Arzt ihm gesagt hat, dass er sonst Krebs bekommen würde. Und es war halt keine weitere irgendwie Erklärung halt darüber. Also klar, ihm war bewusst, dass er dann keine Kinder kriegen kann. Aber Krebs ist halt irgendwie da eine Gefahr, womöglich in 10 Jahren. Aber es ist und ja Sie nicht glauben, die Politik befördert das mit dem Selbstbestimmungsgesetz? Derzeit auf jeden Fall, ja. Mhm. Also da wäre halt sehr wichtig, wenn die bei diesem Selbstbestimmungsgesetz, bei jetzt bei den ganzen Anhörungen, mhm, eben, wie gesagt, auch kritische Stimmen reinholen. Also zum Beispiel Trans-Teens sorgeberechtigt fällt mir noch ein. Das ist eine Vereinigung, da geht es darum, dass deren Kinder gerade alle transitionieren und dieses Rapid-Onset Gender Dysphoria haben. Das wird ja immer abgestritten, dass es das gibt. Das heißt, plötzlich ja eintretende Gender Dysphorie ab dem 14. Lebensjahr ungefähr oder ab dem 13. Das heißt, diese Leute, die wissen eben nicht in der Kindheit, wie hier mein Nachbar geschildert hat, dass sie schon trans sind, sondern es ist plötzlich ungefähr mit der Pubertät eintretend, dass die der Meinung sind, dass sie trans sind. Häufig ist es aber halt so, dass sie entdecken, dass sie schwul oder lesbisch sind. Und dann denken, sie müssten, um in die Gesellschaft zu passen. Als letzte Frage zu Ihrem Thema, wie geht es Ihnen denn heute? Also mir geht es jetzt auf jeden Fall wieder besser. Ich hatte ja meinen ganzen Bachelor hatte ich als Mann gemacht. Das fand ich sehr, sehr schwierig. Vor allem fand ich das schwierig. Während Covid habe ich dann probiert zu studieren. Sie studieren ja Elektrotechnik. Mhm. Genau, das hatte nicht so gut geklappt. Aber jetzt im Master hatte ich halt direkt als Frau angefangen. Klar, ich habe die ganze Zeit die Verwechslungen. Aber wenn ich das dann richtig stelle, dann wird es eigentlich auch immer gut angenommen. Also daher, ja, jetzt fühle ich mich nicht mehr so, als würde ich mich die ganze Zeit verstellen. Das finde ich super. Vielen herzlichen Dank, dass Sie die Geschichte geteilt haben. Ich finde das ganz wichtig. Und bleiben Sie da auch so kritisch und laut.